Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um die eClap, ein Clap-Synthesizer. Wie man den benutzen kann, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch los. So, ich habe hier schon mal die eClap reingeladen und die klingt im Standard so. Das Ganze ist ein ganz normales Bitwig-Device, also ein Instrument mit einem Ausschalter, mit Presets, die man laden kann. Sieht man da auch, welche Presets da schon für die Clap da sind. Dann den Namen der Clap, die Fernsteuerung für die verschiedenen Knöpfe hier und dann auch noch die Modulationsleiste, die man hier auf- und zuklappen kann. Des Weiteren besteht die Clap aus einer Noise-Sektion, die verschiedene Parameter hat, eine Color-Sektion, die im Endeffekt ein Filter ist, und der globalen Sektion mit dem Effekte-Container, der Velocity und dem Output. So, gehen wir ins Detail. Und zwar haben wir in der Noise-Sektion die Decay. Das heißt, ich kann den Sound, den ich hier mit dem Noise erzeuge, eine bestimmte Länge geben. Wenn ich das jetzt einfach mal laufen lasse, beziehungsweise hier mal so drücke, kann ich das immer kürzer machen. Ich sehe auch, wie oben angezeigt wird, 31 Millisekunden. Und so höre ich auch, dass die Clap lauter, länger wird, nicht lauter, länger wird. Bis 1,74 Sekunden. So, darunter habe ich einen Repeat-Schalter, mit dem kann ich die Repeat-Zeit zwischen 2,75 Millisekunden und 31 Millisekunden variieren. Und diese Repeat, das kann man so ein bisschen benutzen, um mehrere Claps, also Klatscher, zu simulieren und die so ein bisschen auseinanderzuziehen. Entsprechend eben auch die Duration, also wie lange die Wiederholung des Repeat durchgeführt wird, auch von 31,6 Millisekunden bis 316 Millisekunden. Und ich spiele jetzt einfach mal mit der Noise rum. Ganz unten ist natürlich noch die Stereobreite, das ist Panorama, das heißt, ob der mehr in der Mitte ist oder ob ich das mehr in Stereofeld reintue. So, und wenn ich jetzt hier einfach mal den Clip laufen lasse und mal mit den Parametern hier rumspiele. Decay lasse ich mal so auf hier ungefähr. Das klingt jetzt nicht so super nach einer Clap, aber mir geht es um die anderen Parameter. Das hört sich jetzt an wie fast zwei, nicht Claps, sondern eher wie wenn so eine Pappe aufeinander schlägt. Je weiter ich die Decay zurücknehme, desto mehr klingt das nicht nach einer Clap. Wenn ich die Decay jetzt aber in dem Fall weiter hochdrehe, lass uns mal ungefähr hier, und die Duration zum Beispiel nochmal hochdrehe, und jetzt hier Repeat ein bisschen zurücknehmen, kann das so ein bisschen wie so ein anfeuernder Applaus, anfeuerndes Klatschen sein. Je nach Rhythmus. Und wenn man das jetzt mal so nehmen, dann und ich spiele jetzt mit der Color, also mit dem Filter rum. Könnte ich hier zum Beispiel auch jetzt simulieren, dass ich das Klatschen von außerhalb eines Gebäudes höre. Und wenn ich durch die Tür gehe, wird das dann
der Filterresonanz. Kann ich das Ganze noch so ein bisschen in eine gewisse Richtung, in ein gewisses, in eine gewisse Charakteristika mit reinziehen. Ja, das war schon die E-Clap. Die ist irgendwie ganz schick, finde ich persönlich. Da kann man eine ganze Menge draus machen. Auch dann wieder mit dem Effekte-Container natürlich die Velocity-Sensitivität noch mit reinnehmen, beziehungsweise den Output. Und ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und wenn ja, dann liked das Video, abonniert den Kanal und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.